Wehe, das wird jetzt. Nee, wird's nicht. Aber jetzt müsste es doch einwandfrei klappen, oder? So, das. Okay, das geht schon mal. Wir probieren das jetzt nochmal. Einmal hier und einmal da. Landet da drin und landet da drin. Gut, das geht schon mal. Na, ich bin beruhigt. Okay, das heißt, wenn wir jetzt. Nee, da würde ja nichts mehr durchkommen. Das heißt, unser Ende ist erst hier. Unser Ende. Hahaha. So. Hätten wir das geschafft. So. Ich hatte natürlich auch gewisse Gründe, das Holz anzubauen. Das Holz anzubauen. Ich meine, das Holz zu. Die Saplinge zu setzen. Aber das werdet ihr dann noch erfahren. So. Hier werden wir mal noch eine Reihe, schöne Reihe Erde hinsetzen. So, okay. Tralalalalala. So. Der erste Stackkoppel ist alle. Der zweite bitte nicht so bald. Ohne Anlauf zu nehmen, bin ich gerade über zwei Felder gesprungen. Holy shit. So, ich mache das mal absichtlich einen höher. So, hier könnten jetzt, hier kommen jetzt die Schilder dran. Ja. Hier kommen jetzt die Schilder dran. Und das ist auch gut so. Also hier würden jetzt die Schilder dran kommen. Ach ja. So, hier kommen jetzt die Schilder dran. Wobei die Schilder auch schon da runter dran kommen könnten. Das wäre. Toll. Super. Geil. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann könnte hier jetzt schon das Wasser hin. Bloß jetzt müsste man sich eben. Hier das Wasser ist. Kommt hier jetzt oben drauf Glas. Glas. So. Nummer 1 und Nummer 2. Gut, dann schlagen ich erstmal ein bisschen, schlagen wir erstmal ein bisschen Holz ab hier. Auf die Saplinge könnte man theoretisch scheißen. Aber naja, wir nehmen die mit, die wir kriegen können, und der Rest ist Rille. Das sind eigentlich die besten Bäume, weil man die abschlagen kann, ohne dass man noch zusätzlich irgendwie Blöcke setzen muss, wie bei den Tannen, oder dass die. Das einzige Problem an denen ist halt, dass sie wuchern. Eventuell. So, das war die letzte Axt, ist ja ein Traum. So, bloß 64, bisschen mehr als 64 Holz reicht natürlich nie im Leben. Aber da kümmern wir uns später drum. Hier mache ich jetzt erstmal einen ordentlichen, gerechtfertigten Durchgang. Also, so ein bisschen. So, die Schafe tummeln sich dort beieinander, haben sich ganz lieb. Bevor wir jetzt dann gleich wieder zur Hühner. Nee, wobei, das lohnt sich gar nicht. Ist ja senseless. Senseless. Danke. Ich danke euch.
So, haben wir wieder mal schön Eier eingesackt. Und wir gehen jetzt hier rein und schlafen eine Runde. Gott, das ist ja anspruchsvoller, als ich dachte. So, wir brauchen... Ich weiß gar nicht, wie viele Schilder wir brauchen. Das müsste ich dann mal auszählen. Wir wollten uns ja noch eine Axt machen. So, machen wir uns mal gleich zwei... Ey! So, Nummer 1 und Nummer 2. So. Wo lümmelt denn das Huhn rum? Mann, Mann, Mann. Evil Chicken. Geklaut. Einfach nur. Das ist ja alles hier geklaut. Ey, oh, ey, oh. Das ist ja alles hier am Steine. Nee, nee. Außerdem total versaut. Ey, oh, ey, oh. Wie das hier aussieht, glaubt ihr keiner. Ey, oh. Das ist alles voller Hühner, voller Tiere, voller Dreck, dieses Haus. Entschuldigung, da ziehen sie wieder aus. Na. Nein, ich stand drauf. Ich stand drauf. Ach du Scheiße. So. Der sieht ja schon seltsam aus, der Baum. So. Dann haben wir hier noch Tannen. Bloß Tannenholz kann ich jetzt nicht brauchen. Wobei, nee, Holz ist ja Holz. Hahaha. Ich vergaß. Na toll. Vor allem ist es meistens immer nur ein Holz, an das man nicht rankommt. Naja, je nachdem, wie man sich anstellt, ne? So. Ich hoffe ja, dass wir jetzt noch ein paar schöne rote Äpfel kriegen. Also aus der Tanne ja wahrscheinlich nicht unbedingt, aber eben aus anderen Bäumen. Bevor es dann finally zurück zur Hühnerfalle, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zum Hühnerfangapparat, Eierlegapparat geht. So, liegt hier irgendwas rum, was ich... Sapling ist gut, aber du weißt, rote Äpfel wären besser. So, das hätten wir. Dann ist hier noch einer. So. Lalalala. So, wir gehen jetzt noch mal kurz hinter. Naja, das wird alles noch gefällt hier. Und ordentlich hingestellt irgendwann. Ach du Scheiße. Wenn das so weitergeht, komme ich gar nicht mehr zurück an die Hühner. Dingensboomstar. Dingensstar. So, wie viel Holz braucht man? Hallo? Hallo? Wie viel Holz brauchen wir denn? Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, wir brauchen 36 Schilder. Na, ist ja echt cool. 36 Schilder bedeutet, 36 mal 6 sind ein bisschen mehr als 210. Na super. Das heißt, wir brauchen 210 Holz. Ach du Scheiße. Apfel. Hurra. Und so viele Saplinge. Scheiße, Alter. 210 Holz. Wie soll ich denn das aufbringen? Und das ist ja nur für eine Etage. Ich werde doch erstmal nur eine machen. Sonst bringt es das nicht. 420 Holz. Sehe ich so aus, als hätte ich hier irgendwie Geld. Oder wie immer man das jetzt nennen möchte. Geld nicht unbedingt, aber... Mittel halt. Das heißt, es wird wohl erstmal nur eine Etage bleiben sein, tut und tun. Und Birken haben wir noch gar keine gefunden irgendwie. Und Dschungelbiom ist ja sowieso noch ein Stückel weg.
Naja, wir gehen dann später mal auf Erkundungstour. Aber das wird wohl alles noch ein Weilchen dauern. Vorher will ich schließlich eine Versorgung gerechtfertigt haben. Nicht gerechtfertigt, sondern wie sagt man das? Ich hab's schon, ich vergesse andauernd das Wort. Das ist nicht das erste Mal.